So, heute mal wieder eine Runde Arcade. Und zwar Far Cry 5 mit dem Schlecki-LP. Wollen wir noch eine Runde spielen? Ja komm, eine machen wir noch. Eine geht noch und dann, oh, weil guck mal, die da oben links, die sieht auch interessant aus. Ja, sieht tatsächlich sehr interessant aus. Die habe ich auch noch nicht gespielt. Ist auch dann echt haben wir hier viel Neues reingekommen, ne? Ja, definitiv. Ubisoft steuert gut nach. Hier die daneben, die sieht auch nice aus. Ist aber ein bisschen unübersichtlich, wie ich finde. Nee, ich glaube, ich bleibe bei der links da. Ja, ich werde da auch für voten. Wenn ich denn mal voten könnte. Ja, warte doch noch mal eben 12 Sekunden. Ja, ist doch so. Muss ich ja nicht hetzen. Nein, immer ruhig an. Ne? Richtig, so und jetzt. Zack. Was hat der? Village de Pomme. Was? Village de Pomme. Keine Ahnung. Village. Sieht auch nice aus. Sieht auch, auf jeden Fall. Aber Above the Clouds ist jetzt hier eindeutig. Ja, auf jeden Fall. Mal schauen, was das gibt. War das komplett neue Maps hier alle. Thumbnail auch sehr ansprechend. Ja, das stimmt. Also ich finde auch im Singleplayer, also die Singleplayer-Koop-Maps, da gibt es ja mittlerweile auch so viel geilen Scheiß. Ja. Auch richtig kreative Sachen und vor allen Dingen auch nicht nur wie am Anfang ausschließlich von Ubisoft, sondern halt auch wirklich viele von Spielern entwickelte Maps, die richtig geil sind. Auf jeden Fall. Das entwickelt sich relativ gut weiter, wie ich finde. Ja. Das sieht ja auch sehr geil aus. Und dafür ist dieser Modus halt perfekt. Ich habe mir meine Schrotflinte gepackt. Ich glaube, diese Map ist richtig geil, wenn man die gut kennt. Da war ein Gegner. Ja, hier gibt es vor allen Dingen, du hast mehrere, also mehreren Bühnen quasi, kannst du hier kämpfen. Bei den großen Maps ist es halt nur immer so ein bisschen schade, aufgrund der geringen, also aufgrund von der 6 gegen 6 Mechanik hier, rennst du dann halt auch nur selten jemanden über den Weg. Ja. Bei diesen extra großen Maps. So, da wäre schon geiler, wenn es da so 12 gegen 12 oder so auch ginge. Deswegen mag ich auch unter anderem Eden's Gate Arena, die ist kompakt, da siehst du eigentlich jeden Gegner immer sofort. Das stimmt, da hast du auf jeden Fall immer richtig direkt Action. So, Gegner sind in Führung, okay. Ja, ich bin auch gerade mächtig am Abstinken. Hier lag eine Waffe rum. So, jetzt nochmal hier Auge jetzt auf. Jetzt wird rasiert. Jetzt reicht's. Aber ich finde auch absolut Tim könnte sich mal ein bisschen anstrengen wieder. Der Tim. Ich könnte mich auch ein bisschen anstrengen. Ja, Alter, das mag ich nicht. So. Heute ist Tag des Verlierens. Oh. Ja. Nee, ich bleib bei der AK. Ich schnapp mir auch mal die AK. Gab's auch eine. Die Schrotflinte ist einfach keine SPA, es ist 12, also. Above the Boah, clouds. Das gibt's doch nicht! Die Performance ist real. Oh Mann, ey. Ich muss was anderes probieren. Ja, aber liegt daran, dass wir aufnehmen. Hat keinen anderen Grund. Absolut. Sonst ist das viel besser, performance-technisch. Ich snipe jetzt einfach mit einer Shotgun. Dann kann nichts mehr passieren. Ich habe mir jetzt den Bogen genommen, um die Performance auf ein neues Level zu heben. Noch besser. Noch schlechter. Dann bist du völlig unerhört. Du klatscht mir einfach eine Granate ins Gesicht. Nicht schlecht, nicht schlecht. 0 zu 6. Das darfst du auch keinem erzählen.
Okay. Ja, du musst auf Annäherungssprengstoff umsteigen und dann gute Traps legen. So. Der eine kommt irgendwie immer von hier. Einfach mal so einen Haftsprengstoff dahin legen. Irgendwo neben mir ballert's. Nee, das wird heute nichts mehr. Nein, 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 geh von der Leiter weg. Ja, ich habe einen getötet. Wuhu. Nice. Jetzt ist nicht der Knoten schlecht. Geplatzt. Jetzt geht's los. Jetzt drehe ich richtig auf. Nicht schlecht. Nee, ich hab mal Dynamit geworfen. Pass auf, jetzt klappt's. Meinst du, Dynamit ist die Endlösung in diesem Fall? Ja, denke schon. Ich weiß ja nicht. Ja, aber er wirft mich einfach mit Messern ab und kriegt einen Bogenkill. Kann man ruhig mal machen. Aber ich sag ja immer, ne, wenn ihr gutes Gameplay sehen wollt, dann geht woanders hin. Das ist ein guter Ansatz, ja. Ja, 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 da muss man einfach auch ehrlich zu sich selbst sein. Und zu den anderen. Ja, sollte man auch. Absolut, Tim. Absolut. Absolutes Gameplay. Ja, das ist mein neues Kanalmotto. Absolutes Gameplay. Gameplay. Absolut scheiße. Absolut scheiß. Oh, wer kommt da denn? Hallo. Oh, und sie wirft vorher ein Dynamit. Stängelchen und tötet mich auch. Aber wenigstens Kill gemacht. Ich bin da ja gar nicht so. Hauptsache dabei. Ja, dabei sein ist alles. Oh, diese Leiter-Animation nervt. Ja, das stimmt. Das, ja. Da müsste es irgendwie so einen Knopf geben, wo man instant abspringt. Das wäre einfach ganz nett. Ja. Aber man kann nicht alles haben. Nee. Wobei das gar nicht so schwer zu programmieren wäre. Egal. Oh! Oh, Double Kill! Oh. Wie gut ist das denn mal? Oh! Von wo? Ja, ja. Jetzt geht ab. Ah, du siehst die Gegner hier nicht. Hm? Der Don Schleck. Ja. Der killt. Weggeschleckt. Weggeschleckt. So darfst du auch wieder kein Video nennen, ne? Weiß ja hier, Monetarisierung und so. Weggeschleckt mit Don Schleck. Ja, darf man nicht sagen, das ist richtig. Nee, nee, das mag YouTube nicht. Da ist die Monetarisierung dann futsch, ne? Das wollen wir doch nicht. Nee. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jeder diese Map hier in- und auswendig kann, nur ich nicht. Niederlage! Von ja, würde ich sagen, haben wir mal eine Runde gecarried. Ja, guck mal, aber hier, wir haben es immer geschafft, in jeder Runde wirklich eine sehr gleiche Performance abzuliefern, sag ich mal. Gleich schlecht. Gleichmäßigkeit ist einfach der Schlüssel. Ja, gefällt mir natürlich wunderbar. So. Vielen Dank für diese lustige Runde. Ja, danke auch. Lassen wir das Glück mal bei den anderen heute. Besser ist es. Ja. Und dann sage ich, abonniert den Schlecki-LP. Genau, abonniert den Naht, ne? Und dann gibt es in Zukunft bestimmt noch mehr solch wahnsinnig gut gespielter Gameplays. Ne? Exzellentes Gameplay gibt es dann. Absolut Gameplay bei den absoluten Profis. In diesem Sinne, Team Absolut. Team Absolut verabschiedet sich. Ja, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das ist eigentlich auch so beknackt, ne? Dieses LP. Also eigentlich kommt dieser ganze Kanal ja aus einer Schnapsidee und wir haben halt damals gesagt, ey, lass mal den beklopptesten Namen nehmen, den es gibt. Und kam halt so, ja, hier Schlecki. Ne? Und dann haben wir gesagt, ey, komm, dann heißen wir Schlecki. Und dann so, ja, aber wir sind ja Let's Player, machen wir noch ein LP hinten ran. Ja, und jetzt sitzt du da mit deinen 8000 Abonnenten und hast den beknacktesten Namen auf der ganzen Welt. Ja, das ist schon versaut, ne? Also auf YouPorn heißen sie auch Schlucki-LP. Was ist hier schon wieder los? Army Man, G.I. Joe oder Stretch? Ich kenne die Map nicht. Das spricht schon mal für mich und meine Leistung in dieser Runde.
Nicht? Ah, hier, G.I. Joe hat eine SPAS 12. Das ist immer gut. Ja, da bin ich dabei. Aber die Map ist ziemlich groß, so wie es mir scheint. Ach, guck mal, das ist so ein Kinderzimmer. Das ist ja abgefahren und wir sind quasi hier die Actionfiguren. Das ist halt G.I. Joe. Genau. Ich habe schon einen gekillt mit einem Raketenwerfer. Ich muss einfach nur dahin zielen, wo ungefähr einer ist. Und das war's. Ja gut, du bist da natürlich suboptimal positioniert. Ja, absolut. Mein Auge ist auch sehr auffällig. Das stimmt. Ich frage mich immer... Oh! Ja gut, es ist, glaube ich, eine Sniper-Map. So wie es jetzt erstmal aussieht. Okay. Aber hier gibt's auch einen Hubi. Ja, kann man den benutzen? Ja. Oder ist der nur da? Ja, da fliegt auch einer. Oh, das ist ein Gegner. Ah, warte, den